So, jetzt habe ich kurz. Ah, fuck, weil die Aufnahme läuft. Mann, jetzt rammt mich so ein scheiß NPC weg. Was ist das für Scheiß? So, jetzt nochmal von vorne. Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch, wie man einen LKW in GTA Online auf magische Weise zum Schweben bringt. Ja, ja, wir fliegen. Alter. Du musst dir einfach mal vorstellen, wie das aussieht aus meiner Sicht. Und dann mache ich gerade noch eine richtig geile Aufnahme. Nur doof, dass es jetzt so behindert regnet. Ja, Friedel, wir haben dich verloren, aber das ist jetzt gerade zu schwierig. Wo fliegen wir denn mal hin? Ich weiß nicht, Friedel, ich glaube, du musst das nächste Mal einfach bei mir einsteigen. Nein, komm, noch ein Stück nach oben. Mike ist zu weit vorne irgendwie. Geil, ich kann nicht sehen, wie wir fliegen, Alter. Nein, was lasst ihr mich fallen? Ey, ich bin perfekt gelandet. Ja, man sieht's, Alter. So, ja. Jetzt habe ich eine Innenraumkamera. Oha. Wie das aus meiner Sicht einfach aussieht. Wie das aus meiner Sicht einfach aussieht. Let's go. Ich komme nicht drauf klar. Was, ich will auch. Ich will auch. Willst du auch mal den LKW fahren? Oh Gott, jetzt stürzen wir, glaube ich, ab. Nein, du musst uns retten. Alex. Wir stürzen langsam ab. Nein. Nein. Hey, ich bin reingekommen jetzt. Oh fuck. Und ich habe keinen Fallschirm dabei. Das ist natürlich etwas ärgerlich. Und jetzt irgendwie backe ich hier fast raus. Hilfe. Ach, warte, du Scheiße. Fahr vorwärts. Ach du Scheiße. Nein. 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 Ich bin noch da hinten drin, Alter. Herr Friedel chillt sich da hinten ein. Let's go. Okay, Vollspeed nach oben, Jungs. Ja, 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 ich kann drauf stehen. Friede, du musst. Das ist eine schöne Aufnahme. Wieso kann ich links drehen, da zu meiner Mission, Alter. Links zu deiner Mission. Boah, schaffen wir es auf die Maze Bank? Bin gespannt. Oh Gott, da kommt ein Heli. Kommt einfach irgendjemand im Heli. Ey, komm her, wer auch immer du bist. Ich hab keinen Fallschirm. Kommt. Nein, das wir sind jetzt auf der Achterbahn. Wir sind auf der Achterbahn drauf. Warte, Jungs, bleibt mal stehen. Bleibt mal stehen, die Achterbahn fickt uns gleich weg. Wir stecken in der Achterbahn fest. Ein paar Sekunden später. Oh nein. Ja gut, so spannend war das jetzt auch nicht. Nein, was passiert hier? Nein, wir fliegen falsch rum! Nein! Oh Gott! Weißt du, wie knapp das gerade war? So, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt ist richtig gut. Ich flieg das Ding jetzt mal in Ego-Sicht. Alter, nice macht ihr das. Nice, nice, nice. Der fliegende LKW. Nein. Nein, jetzt habt ihr mich fallen gelassen. Nein. So, das erste, was ihr dazu braucht, ist ein Mule,
Als nächstes braucht ihr mindestens zwei Freunde, die halt die Deluxus fliegen. Dann müsst ihr auch noch irgendwie den Mule aufbekommen. Das geht folgendermaßen. Ihr müsst die Beifahrerseite blockieren an einem Objekt, an einem Fahrzeug, ist ganz egal. Dann muss einer von euren Kumpels hinten einsteigen und rauszielen mit der Waffe, damit man quasi dann die Türen aufkriegt. Und sobald die Tür dann auf ist, kann man sie dann ganz einfach abrammen. Das ist quasi schon alles, was man wissen muss, um das halt möglich zu machen, mit dem LKW zu fliegen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.